Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die errungenen Prophezeiungen anzunehmen bei Weise Paluna in den Grizzly-Hügel an dieser Position. Soweit ich weiß, war die Vorquest das Tagebuch entschlüsseln, aber die Quest erscheint erst nachdem ihr die Quest das Eisen bearbeiten angenommen habt. Das Eisenbearbeiten nehmt ihr bei diesem NPC an, Speyer Vortag, und achtet mal drauf, ob diese Quest dann direkt erscheint, wenn ihr das Eisenbearbeiten angenommen habt. Da bin ich mir nicht sicher. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin aber davon überzeugt, das Video sollte euch auch in VODLK Classic helfen. Wie ihr seht, kann ich fliegen, ich halte mich aber ein bisschen am Boden. Außerdem ist mein Charakter schon viel zu hoch für dieses Questgebiet. Sollte aber zum Beispiel, wenn ihr Hilfe sucht in VODLK Classic, nichts ausmachen. Im Gegenteil, es ist sogar besser für euch. Denn dadurch dauert das Video nicht so lang. Ich muss also nicht so lange gegen die Gegner kämpfen, sondern ich bin ganz flott bei diesen Prophezeiungen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, was ihr davon haltet, wie ihr das fandet und so weiter. So, gleich bin ich da. Man muss nun in diese Schlucht fliegen. Hier war auch die Map. Und man hat auch ein Quest-Item mitbekommen, das ist im Inventar zu finden. Es könnte aber auch sein, dass wir das gar nicht benötigen. Werde ich euch gleich zeigen. So, hier kann ich einfach durchlaufen, bei mir werden die Mobs nicht. Denn wie gesagt, bin zu hoch für dieses Gebiet. So. Ja, ich töte sie. Ah, vielleicht sollte ich sie auch looten. Eventuell droppt noch ein nettes Transmog-Teil. Und hier ist so eine Runenprophezeiung. Dieses gelbe Teil. Ich kann das jetzt einfach so benutzen. Abgehakt. Und jetzt zeige ich euch das mit dem Quest-Item. Da kann ich es hier mit links... Na, mit links kann ich es nicht anklicken. Wenn ich aber das Quest-Item benutzen, also Rechtsklick, Linksklick, funktioniert es auch. Also müsst ihr schauen, was bei euch geht. Natürlich ist es am einfachsten, wenn man einfach Rechtsklick machen kann, ohne das Quest-Item. So, und hier ist die dritte. Waren also alle drei in der Nähe. Also, ja, nicht weit auseinander. Nun geht es hier zurück. Oh. Meistens werde ich abgemountet, erst wenn ich in der Nähe des Ausganges bin. Und natürlich zeige ich euch jetzt auch noch, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Solltet ihr das schon wissen, dürft ihr gerne das Video zu Ende laufen lassen. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen und bedenkt, es gibt immer mehrere Wege zum Abgabe-NPC. Also das, was ich euch zeige, ist nur ein Vorschlag. Hier ein bisschen abkürzen. Das Gebiet anschauen. Sieht doch schon ziemlich schick aus. Und dann geht es an dieser Stelle diesen Pfad entlang. So. Weiter nach oben und hier können wir nach links abbiegen. So könnt ihr laufen, ist eine Möglichkeit. Quest ist abzugeben bei Weise Paluna in den Grizzly-Hügel an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein.
Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!